Wo wir beim letzten Mal noch übrigens beim Thema geile Trilogie und so waren. Eine richtig geile Trilogie ist natürlich auch diese hier, ne? Also die macht richtig Spaß. Ich habe sie für die Wii dann nochmal nachgekauft, aber ich habe sie auch alle für den GameCube. Glaube ich. Also 1 und 2 auf jeden Fall. Prime 3, weiß ich gar nicht. Bin jetzt zu faul aufzustehen. Aber das ist mal eine richtig geile Trilogie, wobei den zweiten habe ich nie durchgespielt. Der war mir zu düster irgendwie. Oder doch? Nee, ich glaube, auf der Wii habe ich ihn dann durchgespielt. Ich bin gerade unschlüssig. Bin gerade sehr unschlüssig. Nee, ich glaube doch nicht. Aber um beim Thema zu bleiben, es gibt ja natürlich für die Wii auch noch einmal, es ging glaube ich mit dem hier los. Vergessene Zeit. Jetzt gucke ich aufs Datum, nicht, dass ich was Quatschiges erzähle. 2010 war der und der war 2007. Okay, es ging mit Rival Swords los. Ein Spiel, was ich ziemlich blöd fand, ehrlich gesagt. Also an sich von der Sache an sich nett gemeint, aber dann hinterher so diesen Einsatz von irgendeinem Zwei-Spieler-Modus, dass dann einer da wie mit Navi da so rumdingelt oder sowas, das fand ich saublöd. Und ja, nee. Vergessene Zeit fand ich dann, glaube ich, wieder ziemlich gut. Aber wir wollen jetzt ja wissen, was diesmal passiert. Kenne ich. Ich frage mich immer, liegt es am Spiel oder an meinem Controller? Ich meine, der hier ist mittlerweile schon ziemlich speckig. Gut, ich würde jetzt dann aufstehen. Mal fangen wir hier an. Ja, dann fangen wir nicht mal da an. Geliebter. Ja, da. Bitte lass mich nicht allein. Da. Wie, habt ihr mich gerufen? Das ist ohne Belang. Wichtig ist, dass ich weiß, wie wir den Turm der Dämmerung erreichen. Natürlich, die Sanduhr. Nun gut. Aber bleibt diesmal bei mir und seid vorsichtig. Ich kann nicht den ganzen Tag auf euch acht geben. So, während die beiden das geklärt haben, also ich habe zumindest Prime und Echoes. Ich muss gerade überlegen, war Prime 3, gab es das überhaupt für einen? Wo ist es hin? In welche Ecke habe ich es geschnitten? Nachher brauche ich wieder erstmal 3 Stunden, um mein ganzes Regal einzuräumen. Gab es Prime 3 überhaupt auf dem GameCube? Das weiß ich gerade gar nicht. Nee, ne? Weiß ich gerade nicht. Keine Ahnung. Was ich aber noch sagen wollte zum Thema Controller, das ist nicht mehr der Originale. Ich habe den Original noch irgendwo in irgendeiner von meinen Bastelschubladen in Anführungsstrichen liegen. Liegt aber daran, dieses Spiel, Gladius, ich weiß nicht, kennt das irgendjemand? Das ist ein ziemlich. War es bei Gladius? Von dem, was ich hinten drauf sehe, bin ich gerade nicht mehr sicher. Ich glaube aber doch. Nee, ich bin noch mal kurz weg. Räum den Schrank weiter aus. Da. Knights of the Temple war es. Nicht Gladius. Gladius war so eine Mischung aus, keine Ahnung, RPG. Wie nennen die das? Bin nicht so richtig sicher. Könnt ihr mal gucken, ob es die Seite noch gibt. www.gladius.com. Das war, glaube ich, so eine Mischung aus RPG und so ein bisschen Strategie oder sowas, keine Ahnung. Nee, Knights of the Temple. Ein ziemlich düsteres, wie sich das so gehört. Ne? Also entweder, nein, nicht entweder. Diese Geschichte mit den Tempelrittern bietet sich eigentlich an, um sie auch ziemlich düster und teuflisch, diabolisch angehaucht zu machen. Bei Knights of the Temple ist es halt so, man rennt irgendwie so als Tempelritter, selbstverständlich, durch die Gegend und ist dann irgendwie auch alleine unterwegs, während alle anderen geschnetzelt werden oder so. Und das war, glaube ich, relativ weit gegen Ende oder sowas. Da habe ich in einer
einem Kampf, der hat mich gewurmt. Und er hat mich gewurmt. Und er hat mich gewurmt. Irgendwie. Und ich bin 500.000 Mal darauf gegangen, obwohl ich mein Bestes gegeben habe. Und dann nahm ich dann irgendwann mal den Controller so und machte einmal so absichtlich. Ich war früher relativ jähzornig. Ich machte einmal so auf den Tisch. Und dann hatte sich das mit meinem Controller erledigt. Saublöd. Also Jähzorn ist nicht so gut. Ah. Ein Prinzchen da nebenan steht da, als wäre ein Gardesoldat. Nein, er ist eingeschlafen. Okay, machen wir weiter. Vielleicht sollte ich mir die Vision nochmal angucken, um zu wissen, wo ich überhaupt hin muss. Da rechts lang, würde ich sagen. Nee, von da kommen wir. Ne? Ja, von hier kommen wir. Hier stand sie rum, da habe ich die Wand zertrümmert, dann muss ich jetzt hier lang. Und zwar muss ich irgendwas mit dieser Statue anstellen, vermute ich. Nun, worauf wartet ihr? Ich habe Angst. Was, wenn ich in Gefahr gerate und ihr mir nachjagen müsst? Bitte. Wollt ihr andeuten, dass ihr meine Hilfe braucht? Ja. Oh, prima. In diesem Fall... Dann geh auch. Ich hab Bock auf schon wieder irgendeinen Bug oder sowas. Sie ist komplett zur Seite schieben, damit sie sich da reintraut. Meine Güte. Ladies. Das war nicht ich, das war sie. Ich hab Angst, dass ich in Gefahr gerate. So. Also ein Schalter, der ja eigentlich relativ sinnlos ist. Man hätte ihn sich auch sparen können, sondern einfach nur einen Durchgang machen können. Aber wir können uns auch einmal im Kreis drehen. Das mache ich übrigens häufig. Da seid ihr ja. Seid ihr sicher, dass ich euch nicht aufhalte? Schon gut, schon gut. Sie lieben sich. Sie wissen es noch nicht. Das ist übrigens so eine Story irgendwo mit den beiden, die ich doch gerne weiterverfolgt gewusst hätte. Also beziehungsweise sie wird ja auch weiterverfolgt im Laufe des Spiels. Und am Ende gibt es ja auch noch irgendwie... Die Halle des Wissens. Muss ich überlegen. Bin gerade nicht sicher. Will noch nicht spoilern. Spoilern mit SCH. Wir sind auf der falschen Seite der Bäder. Wir müssen zurück durch den königlichen Palast. Zurück. Nun gut, lasst uns einen Ausweg suchen. So. Lasst uns einen Ausweg suchen, heißt ich suche einen Ausweg. Sie gibt nur kluge Sprüche ab. Also ich mag sie. Ich habe schon schlimmere Protagonisten erlebt. Zum Beispiel, vielleicht schiebe ich das ja irgendwann in der Zwischenzeit. Habe ich wahrscheinlich schon längst reingeschaut oder sowas. Zum Beispiel bei... Ich komme nicht auf den Namen. Tales of the Abyss. Na? Nee, das war jetzt auch so nicht gewollt. Tales of the Abyss, obwohl da sind es weniger die Leute, die mitlaufen, die mich nerven, als der Held selber. Denn der Held selber finde ich tierisch ätzend. Darum habe ich das Spiel auch irgendwann nicht mehr weiterverfolgt. Der wird einfach nicht klüger. Er ist am Anfang überheblich, jetzt auch nicht unbedingt, aber sehr, sehr überheblich und beleidigend zu den anderen gegenüber. Und im Normalfall hat man das so, am Anfang sind solche Leute, die dann plötzlich entdecken, sie sind doch ein Held oder sowas. Sind am Anfang. Meine Güte! Am Anfang so und lernen dann relativ schnell dazu, dass es vielleicht doch so nicht sein kann, so nicht so gut ist. Und man gewinnt Sympathien für sie. Das hat bei mir bei diesem Typen aber nicht geklappt. Weißt du nicht, wie er heißt? Ich hab's vor Jahren gespielt und dann irgendwann nach 20 bis 40 Stunden irgendwie in die Ecke gelegt. Und das hat mir einfach echt keinen Spaß mehr gemacht. Ich habe keine Freude daran gefunden. So nicht besser. Ja, also hier, wie heißt dieses Viech? Mew. Glaube ich, ja. Ne? Also ich meine, die Japaner stehen ja auf irgendwelche knuffeligen Beiwerke in irgendwelchen RPGs, die absolut jeglicher Logik entbehren. Wenn auch ansonsten alles relativ entweder Fantasy-mäßig gehalten ist oder realitätsmäßig dann doch ganz nett gemacht oder sowas. Irgendwelche komischen Kuscheltiere haben sie dann doch immer dabei. Bei Tales of the Abyss ist es Mew. Und
weiß nicht, ob ich das wirklich überlebe. Nein, werde ich nicht. Und wie Neo die ganze Zeit von dem Typen gegängelt, geschlagen und dumm angemacht wird, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Aber abgesehen davon, dass mir Neo nicht gefallen hat, weil ich nicht so ein Kuscheljapaner bin. Genauso wie die Fahrrad überlegen, werde ich das überleben oder nicht. Ich bin nur noch unsicher. Ein bisschen Glück schon. Und ich überlege auch immer noch, ob ich vielleicht den Brunnen versuchen sollte zu nutzen oder doch nicht. Was wollte ich sagen? Achso, bei Xenoblade Chronicles sind es die Nobons. War sie das? Sie war das. Bitte, da steckt sie ihren Bogen weg. Erst nietet sie mich um und dann steckt sie ihren Bogen ganz, ganz lässig weg. Als wäre nie was gewesen. Bei Xenoblade sind es die Nobons, die halt in dieses Schema von wegen unsinnig reinpassen. Kratz kann er da, ich muss nutzen. Jetzt stehen sie direkt hinter mir und nieten mich von unten. Oder sie? Ja, ich würde gern. Ich kann klappen. Ich arbeite an meiner eigenen Hilfe. Ich drücke aber in die andere Richtung. Echo! Man soll ja auch mal loben, ne? Durch den Schuss, den sie ihm eben verplättet hat, hat sie ihn quasi mal davon abgehalten, mich umzunieten, während ich den anderen umniete. Und das, da muss ich mich doch mal für bedanken. Das war gut. Auch ansonsten ist sie eigentlich gut, ne? Haben wir es denn? Damit hätten wir. Oh Mann, 13 Minuten. Wegen viel Gelaber. Und jetzt kommt eigentlich erst das Knackige in diesem Raum. Obwohl, hier war doch irgendwo eine Vision zu sehen. Mensch, das ist doch gut. Bevor das Knackige in diesem Raum wirklich kommt, kann ich jetzt erst nochmal eine Vision angucken, die mir quasi nochmal genau das Gleiche zeigt, was ich schon wusste. Was das wohl bedeutet? Nämlich, dass ich hier jetzt durchaus grübeln und rätseln muss. Aber gut. Kurzes Video für euch. Angenehm. Yay. Meins. Nennen wir es einfach ergänzend zur vorherigen Vision.